Wir reden heute über das Thema Motivation. Und oft braucht man so eine extra Motivation, wenn das Wetter nicht ganz so toll ist, wie man es sich vielleicht erhofft hatte. Gerade dann ist es wichtig, dass man motiviert ist, um seinen vielleicht Trainingsplan durchzuziehen oder um eben das zu machen, was man sich vorgenommen hat, nämlich zu laufen. Hier findet heute die Run Happy Tour statt und deshalb haben wir uns diesen Spot ausgesucht, um einfach mal ein bisschen darüber zu reden, was motiviert uns Läufer eigentlich. Naja, und am einfachsten ist es, sich zu motivieren, wenn man sich ein Ziel setzt. Ziele sind der Motor Nummer 1. Und hier ist ganz, ganz wichtig, dass das Ziel, das man sich setzt, realistisch gewählt ist. Denn nur ein Ziel, das man definitiv erreichen kann, motiviert auch, um regelmäßig zu laufen. Wenn man merkt, ich habe mein Ziel viel zu hoch gesteckt, dann verlässt einen der Mut ja schon auf der Hälfte des Weges. Und dann sollte man sich definitiv verschiedene Ziele setzen, nämlich ein großes Masterziel, aber auch kleine Zwischenziele auf dem Weg dorthin. Denn man weiß nie, was passiert. Und wenn man Zwischenziele hat, dann kann man sich immer wieder auch daran erfreuen. Also ein Beispiel, man möchte gerne einen Halbmarathon schaffen. Das ist das große Masterziel. Dann sollte das Zwischenziel sein, dass man sagt, ich fange an zu laufen und mein erstes Ziel ist, dass ich mal die 3000 Meter in einer bestimmten Zeit renne. Nächstes Ziel ist, ich möchte beim Firmenlauf die 5 Kilometer schneller als meine Kollegin laufen. Wieder das nächste Ziel könnte dann sein, 8 Wochen später einen 10-Kilometer-Lauf zu finishen und dann geht es eben Richtung Zielgerade auf das große Ziel hin, nämlich auf den sich vorgenommenen Halbmarathon. Also setz dir Zwischenziele, um dein großes Ziel am Ende erreichen zu können. Ganz wichtig ist auch die langfristige Planung. Nicht nur ein Ziel ins Auge fassen, was nur 3 Wochen entfernt ist, sondern wirklich auch mal so die gesamte Saison, vielleicht am Anfang des Jahres planen, sich überlegen, wann laufe ich welchen Wettkampf, wann gehe ich in Urlaub und mache vielleicht ein bisschen weniger, wann habe ich vielleicht eine Verabredung, wann gibt es Events wie diesen hier, wo ich mich anmelde, wo ich dabei bin. Also einfach eine etwas gröbere, größere Terminplanung, in die man dann die einzelnen Ziele einarbeitet. Das hilft, um immer wieder den Faden aufzunehmen, wenn auch mal Dinge dazwischen kommen, die vielleicht nicht geplant sind. Naja, und dann darf man sich schon Herausforderungen stellen, denn das ist ja das, was man über die Motivation erreichen möchte, dass man über sich hinaus wächst. Also, du darfst ruhig selbstbewusst sein. Du darfst dir ein Ziel wählen, von dem andere sagen, wow, bist du dir sicher? Und ruhig mit Ehrgeiz an die Sache rangehen. Aber nochmal ganz wichtig, das Ziel sollte realistisch sein. Und hier empfehlen sich Referenzzeiten. Also nochmal den angesprochenen Halbmarathon. Wenn ich den gerne unter 2 Stunden laufen möchte, dann sollte ich über 10 Kilometer vielleicht schon so 50 Minuten laufen können. Wenn ich die 10 Kilometer nicht unter 1 Stunde schaffe, werde ich auch den Halbmarathon nicht unter 2 Stunden schaffen. Also die Ziele müssen realistisch sein und dann darf man selbstbewusst auf dieses Ziel zumarschieren. Ganz wichtig ist, dass man den Mut nicht verliert, dass man keine Angst hat. Es ist ganz normal, dass man, je näher der Wettkampf rückt, immer mehr, ich sag's jetzt doch, mit der Angst zu tun bekommt. Da gibt's eine US-Studie, die hat herausgefunden, dass noch 2 Wochen vor einem Wettkampf Läufer selbstbewusst sagen, klar, das schaffe ich. Und mit jedem Tag, an dem der Wettkampf näher rückt, verlässt sie der Mut und sie glauben immer weniger daran, dass sie es schaffen. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen, das ist ein psychologisches Phänomen. Und mein Tipp, führ dir diese Studie immer wieder ins Bewusstsein, wenn es Richtung Wettkampf geht, damit du einfach weißt, das ist normal, dass man, wie man im salopp sagt, die Hosen voll hat. Und dann einfach diese Angst ausblenden und sagen, naja, je fitter ich bin, umso höher ist meine Erwartungshaltung und umso nervöser darf ich dann vielleicht auch sein vor dem Tag X. Nichtsdestotrotz, es geht um alles, aber es geht auch um nichts. Es ist einfach nur Sport und da darf man ruhig zwar mit ein bisschen Muffe sausen, aber nochmal selbstbewusst auf sein Ziel zumarschieren. Bei allem Ehrgeiz, bei allem Ziel setzen. Bei aller Motivation ist aber ganz, ganz wichtig, dass man den Spaß nicht verliert. Dass man immer wieder auch überprüft, halten sich Stress, Aufwand und Freude, Spaß noch die Waage. Denn wenn unterm Strich nur noch Stress und Ärger bei rauskommt, dann hat man in irgendeiner Art und Weise sein Ziel verfehlt, was man ja mit dem Laufen erreichen möchte. Nämlich, dass man am Ende des Tages gesünder ist, entspannter ist, besser gelaunt ist und eben seinen Spaß hat. Also ganz wichtig, immer wieder überprüfen, macht mir das hier eigentlich noch Freude, was ich da mache. Und wir alle kennen es, es gibt Rückschläge, es gibt Misserfolge, es können Krankheiten passieren, es können Verletzungen aufkommen. Aus diesen Phasen kann man auch Kraft schöpfen, aus diesen Phasen kann man auch lernen. Deshalb ist wichtig, wenn man zum Beispiel ein Trainingstagebuch führt, in das man immer wieder einträgt, was man wie trainiert hat und dann vielleicht dann das Immunsystem schlapp gemacht hat und man sich doch einen Husten, Schnupfen eingefangen hat. Und dann daraus wiederum seine
Schlüsse ziehen und vielleicht sagen, naja, vielleicht war das Trainingspensum doch ein bisschen zu hoch. Also Misserfolge als Chance sehen, irgendwann die Dinge besser zu machen. Dann ist ganz wichtig, sich auch einer Community anschließen. Das kann man eben hier auf der Run Happy Tour, das kann man bei Facebook oder bei Instagram in irgendwelchen Medien, das kann man beim Lauftreff, der vielleicht im Ort stattfindet, und sich mit den anderen Läufern austauschen. Das motiviert nicht nur, das hilft auch dabei, wenn man eben gerade mal von einem Misserfolg gepeinigt ist, wenn man vielleicht gerade einen Rückschlag erlitten hat, sich von anderen Läufern sagen lassen, dass das ganz normal ist, dass das anderen auch schon mal passiert ist. Dann findet man ganz schnell wieder den eigenen Mut. Man hört vielleicht auch mal auf, nur um sich selbst zu kreisen, und kann auch mit anderen gemeinsam überlegen, okay, wir packen das Ding nochmal neu an, und sofort ist die Motivation wieder da. Ein ganz einfacher Tipp ist, sich einfach auch ab und zu mal ablenken lassen, indem man sich Musik oder vielleicht sogar einen Podcast ins Ohr packt. Gerade bei langen Läufen, wenn man jetzt sogar auf einen Marathon trainiert, naja, dann ist man an so einem Sonntag auch mal 3 Stunden unterwegs, und da kann einen schon mal die Motivation verlassen. Wer dann auf der zweiten Hälfte sich richtig fetzige Beats ins Ohr packt oder eben einen interessanten Podcast, der einen mal gedanklich auch so ein bisschen wegholt, schwuppdiwupp ist der Lauf vorbei. Das ist also so ein kleines Motivationstool. Aber ganz wichtig, nicht immer mit Musik laufen oder nicht immer mit Podcast laufen, sondern ab und zu auch einfach mal sich mit den eigenen Gedanken auseinandersetzen. Aber wenn man merkt, boah, heute bei dem Wetter und so, ich habe gar keine Lust, da kann dann so eine Playlist schon helfen, dass man den Weg in die Laufschuhe findet und seinen langen Lauf alleine mit sich und seinen Laufbeinen macht. Naja, und ganz, ganz wichtig, wenn man so gar nicht mehr den Sinn darin sieht, was man gerade tut, aus welchen Gründen auch immer, ist sich dann immer wieder ins Bewusstsein rufen, Laufen ist gesund. Ich laufe mit dem Sport, den ich betreibe, den Zivilisationskrankheiten davon, dem Übergewicht. Ich kann Demenz und Alzheimer vorbeugen. Ich kann sogar Krebs vorbeugen. Ich kann Diabetes vorbeugen. Laufen hält einen ganzen Blumenstrauß an Gesundheitsvorteilen bereit. Und das kann man sich auch immer wieder klar machen, wenn man mal so gar keine Lust hat. Einfach sagen, ich tue es für meinen Körper, ich tue es für meine Gesundheit und für die guten Blutwerte, die der Arzt dann vielleicht ermittelt. Zu guter Letzt habe ich noch mal 10 besondere Tipps, die dann helfen, wenn vielleicht gar nichts mehr hilft. Erster Tipp ist die Löffelliste. Vielleicht kennt ihr den Film Die Bucketlist, wo dem Tod geweihte Menschen aufgeschrieben haben, was sie noch alles erreichen wollen, wenn sie dann irgendwann den Löffel abgeben müssen. Auf diese Löffelliste könnte man auch ein paar ganz tolle Laufziele draufschreiben. Zum Beispiel, ich möchte mal am heimischen Fluss bis zum nächsten Ort laufen und wieder zurück. Oder ich möchte mal auf den höchsten Berg in meinem Bundesland laufen. Oder ich möchte mal nach San Francisco und da gerannt sein. Also Lebensziele, die man sich schon immer mal erfüllen wollte, auf diese Löffelliste. Das motiviert, um in die Laufschule zu finden, damit man seine Lebensziele erreicht. Nächster Tipp, ein Date mit der Sonne. Im Sommer geht die Sonne ganz schön früh auf und relativ spät unter, im Winter umgekehrt. Einfach mal sagen, in einem Monat möchte ich immer dann zum Sonnenaufgang rausgehen und eine Runde laufen gehen. Oder eben immer zum Sonnenuntergang eine Runde laufen. Das Besondere am Sonnenauf- und Untergang ist, dass ein ganz zauberhaftes Licht herrscht. Auch bei solchem Wetter, wenn es mal regnet, windet und stürmt. Bei Sonnenaufgang und oder bei Sonnenuntergang hat man eine ganz besondere Stimmung. Und die dann aufzusaugen, macht besonders viel Spaß und kann sehr motivieren. Naja, und ein ganz naheliegender Tipp ist das perfekte Outfit. Sich einfach mal was Schickes zum Anziehen kaufen, auf das man sich dann freut, wenn man es aus dem Schrank holt und Lust hat, damit laufen zu gehen. Das ist ziemlich simpel, sehr einfach, aber sehr wirkungsvoll. Mach doch einfach mal einen Spaziergang statt einen Lauf. Verbiete dir das Laufen. Vielleicht sogar für die nächsten 3 Einheiten. Geh! Geh strammen Schrittes, du darfst nicht laufen. Ich wette, danach ist die Lust 3-mal so hoch, wieder zu laufen. Das steigert ungemein die Motivation, wenn man es sich tatsächlich einfach mal verbietet. Nächster Tipp, auch ganz naheliegend, Zahlenspiele. Einfach sich eine bestimmte Wochenkilometerzahl vornehmen. Zu sagen, ich will mindestens 40 Kilometer die Woche schaffen oder 50 oder 100 oder 100 Kilometer in einem Monat. Und sich aufgrund dieses Zahlenspiels motivieren zu sagen, komm, am Sonntag mache ich jetzt noch 20 Kilometer, dann schaffe ich mein Wochenpensum, was ich mir vorgenommen habe. Motiviert extrem. Ein super Tipp ist eine Reise buchen, nämlich eine Laufreise. Denn auf dieser Laufreise trifft man nicht nur auf Gleichgesinnte, man hat auch den Anspruch, dann natürlich fit und gesund auf dieser Reise zu sein. Das heißt, man wird die Wochen vorher schon ins Laufen investieren, damit es auch funktioniert auf der Laufreise. Die Laufreise an sich motiviert sowieso, und auch hinterher ist man meistens so motiviert, dass das für ein paar Wochen anhält. Also bucht eine Laufreise
vielleicht sogar mit Runner's World, komm mit uns in ein Camp und dann klappt es ganz automatisch mit der Motivation. Nächster Tipp lautet alle Jahre wieder. Meld dich doch immer wieder zum Silvesterlauf an. Mach doch jedes Jahr beim Firmenlauf mit. Mach doch jedes Jahr den Frankfurt-Marathon. Also mach dir jedes Jahr wiederkehrende Events in deinen Kalender, in dein Trainingstagebuch, in dein Läuferleben. Das wird dich motivieren, um immer wieder dran zu bleiben. Ein Tipp, den ich persönlich umgesetzt habe, den nenne ich auf den Hund gekommen. Ich habe mir vor vielen Jahren einen Hund gekauft. Naja, und ein Hund muss jeden Tag vor die Tür. Und nichts ist einfacher, als mit diesem Hund dann seine Laufrunde zu drehen. Da gibt es keine Ausreden. Nichts ist motivierender, als mit einem Vierbeiner durch die Wälder zu streifen. Wer sich keinen Hund kaufen möchte, kann ja vielleicht auch meiner Nachbarschaft fragen, ob er sich ab und zu einen Laufbuddy ausleihen kann. Funktioniert. Lauftreff der sozialen Medien ist mein vorletzter Tipp. Das heißt, sich einfach wirklich in den sozialen Medien einem Zirkel anschließen, einem Kreis anschließen, in dem sich viele Läufer tummeln. Mit denen kann man sich austauschen, mit denen kann man sich gegenseitig irgendwelche Ziele ausdenken, mit denen kann man dann gemeinsam vielleicht auch sogar mal in der echten Welt laufen. Also, Lauftreff der sozialen Medien ist mein Tipp, damit man sich vielleicht dann auch zu Hause die Motivation holt, um draußen zu laufen. Naja, und zuletzt will ich euch sagen, nichts muss, alles kann. Wir laufen, weil es uns Spaß macht. Wir leben nicht, um zu laufen, sondern wir laufen, um zu leben. Das Laufen macht uns stärker, gesünder, glücklicher und das müssen wir uns immer klar machen. Wir müssen das nicht, aber wir können es. Und weil wir es können, tun wir es. Und weil ich es kann, laufe ich jetzt hier mit der Truppe von Brooks und freue mich auf die Run Happy Tour. Bis bald!